Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Wir holen gerade die letzten paar Siloballen, Silageballen hier vom Feld, die letzten 5 Stück. Und dann schicken wir hier unser Güllefass rüber, dass hier Gülle verteilt wird, damit das Feld wieder gedüngt wird, damit wir dann in Zukunft hier auch wieder einen guten Ertrag haben. Macht ja Sinn, oder? Ja, macht Sinn. So. Und dafür gehe ich jetzt erstmal hier rüber zu meinem Klaas Axiom, weil der war ja am Düngen. Jo, lösch mal den Kurs, mach mal Courseplay weg. Und versuch dann mal hier drüben auf mein Grasfeld zu kommen. Unfallfrei. Ich will aber gar nicht hier oben anfangen. Weil im Normalfall werde ich ja nicht hier oben anfangen. Im Normalfall werde ich ja unten anfangen, weil ich vom Hof komme. Aber in der Zwischenzeit, das ist ja Grasfeld 1. Das heißt, ich muss da erstmal einen Feldrandkurs berechnen. Den hatte ich ja hier in der Vierfach-Map noch nicht. Erstmal die 101. Ach ja, scrollen, sagte ich ja. Scrollen ist ja die Waffe der Wahl. Halt. So, Liste hinzufügen. Berechnen. Feldrandkurs. 101. Und das Ganze speichern wir natürlich auch unter Gras 01 Gülle. Ich fahre hier mal ein bisschen weg, damit das dann hier auch gleich alles schön vernünftig seinen Gang geht. Und sag da mal Abfahrer einstellen. Na, du willst mich doch nicht verarschen hier. Güllefass. Güllefahrer. Los, Abfahrer einstellen. So, jawohl. Wunderbar. Das geht doch. Ja, gar nicht so schlecht. Alt. 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 Hier ist irgendwas gerade schief gelaufen. Ich habe hier falsche Tasten gedrückt. Ja, ich kann nicht fahren. Leck mich doch am Arsch. Entschuldigung. Sollte gar nicht so böse sein, wie es jetzt klingt. So. Kurs beginnen am ersten Pferd. Ja, mach du, Mann. Wird schon gehen. Ich gehe jetzt mal darüber. Und wir fahren dann mal runter zum Rinderhof. Da kann ich überhaupt erstmal gucken, wie denn der dümmste Weg dahin ist. Komme ich da zwischendurch? Das gar nicht. Muss ich gleich erstmal gucken. Ja, jetzt erstmal. Ach, Quatsch. Quatsch, auch nicht. Da! Hey, hallo! So, da ist meine Karte. Durcheinander. Ist hier jetzt eine Straße durch oder ist hier keine Straße durch? Irgendwo. Irgendwo ist eine durch. Ne? Hier ist, glaube ich, eine durch.
Ja, die Map ist, glaube ich, nicht ganz so aktuell. Fate, kannst du die mal updaten, bitte? Daniel, falls du das hörst. Wäre cool. So. Oh, hier ist schon alles gegüllt. Wunderbar. Aber ja, ich denke mal, dass wir nächste Woche, so ab Montag, Dienstag spätestens, hoffentlich dazu kommen, dass wir hier mal richtig mal wieder ernten. Hopfen, Gerste, Weizen. Was weiß ich, was habe ich denn noch angepflanzt? Mehr war es, glaube ich, gar nicht. Körnermais könnte ich irgendwann noch mal anpflanzen. So, hier ist gar keine Straße, das ist sehr schade. Daniel, sehr schade. Nein, man muss es ja auch nicht überstrapazieren mit den Straßen. Ja, schon richtig so. Das ist schon ein Riesengehöft, muss man sagen, hier unser Hof. Also unser Rinderhof. Aber wir wollen ja hier auch mal Rinder an die Macht, oder wie heißt das so schön? So. Erstmal gucken wir uns hier die Big M an, wie weit die ist. Ja, dauert noch ein bisschen, bis die mal. Bis da mal wieder wirklich zur Sache geht. Einsteigen. Achso, doof. Aussteigen. Erstmal mache ich hier mal die Türen auf. Schotten auf. Wo geht hier Licht an? Da geht Licht an. So. Wasser brauche ich hier auch. Stroh brauche ich hier, oh Mann. Sehr schön. Ganz auf, nicht, dass wir da hängen bleiben. Und hier ist noch einer. Wunderbar. Durch, na, ihr Kälbchen. So.
So, und wie weit bin ich da jetzt mit dem... Fülle 000. Lage 37%. Naja. Ist dann so. Wasser können wir hier dann auch schon mal gleich machen. Ja, schön, dagegen gefahren. Super. Oh, da kann ich... Ein Riesenfeld. Unglaublich. Unglaublich. Aber cool. Bringt natürlich super, super Ertrag. Kann man nicht anders sagen. Oh. Nein, nicht umkippen. Nicht umkippen. Egal. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Dass das hier jetzt so ein bisschen hakelig ist. Ja, dann haben wir nämlich auch bald den Rinderhof in Betrieb. Naja, was heißt bald? Jetzt muss ich hier unten ja auch erstmal Stroh hinbringen. Und das habe ich ja noch lange nicht. Das kommt ja erst noch. So viel Silage, wie ich hier habe. Ich hoffe, dass das überhaupt reicht, um das alles vernünftig und auch noch Kraftfutter hier zu produzieren. Muss ich da mal schauen. Und da müssen wir vor allem später das Feld hier immer fleißig düngen. Da sollte ich vielleicht dann nachher den... Oh, ich bin schon voll. Denn hier durch? Hier ging es doch irgendwo rein aufs Feld. Da vorne. Dumm-di-dumm. Nichts passiert. Ja. Ich habe da Solarzellen auf dem Dach. Lang und schmutzig. Aber ich verdiene damit kein Geld scheinbar. Eigentlich muss man damit dann doch noch Geld verdienen. Reicht aber, um Silage zu machen. Die Kühe alle zu füttern. Ja, keine Frage. Ich schalte gleich mal die Ultima um auf Gras. Damit wir dann auch ein bisschen Gras fürs Kraftfutter hier haben. Nein, fürs Mischfutter. Brauchen wir ja auch.
müssen wir noch gucken, dass wir hier irgendwo Stroh herkriegen in der Nähe. Am besten hier irgendwie ein großes Feld kaufen. So, der Klaas hat die Aufgabe erledigt. Kann ich ja gleich mal gucken, ob ich ihn dann hier runterbringen kann. Zum Hof. Bis hier dann so ein paar Sachen erledigt werden. Ja, dass hier also auch gedüngt wird, das Feld, wenn das dann fertig bearbeitet ist, aber ist ja noch nicht, ist ja noch Zukunftsträumerei, was ich hier tue. So, den Big M müssen wir gleich mal suchen. Ups. Peinlich, peinlich. Ups. Ja, die ist leer. Das war nicht anders zu erwarten. Und der ist auch leer. Das war auch nicht anders zu erwarten. Und ich habe hier eine Menge von 264.000 drin. Ich weiß nicht, ich glaube 500.000 passen da rein. Ich suche mir jetzt mal hier eben den Big M. Ja, noch keine drei, keine ganzen drei. Ich möchte ihn gern alle drei Vorgewende zu Ende fahren lassen. Ja, das dauert auch noch einen Moment. Ja, dann lasse ich ihn eben noch einen Moment Zeit. Dann ist das so. Dann hänge ich den jetzt auch noch nicht hinten dran. Ich aktiviere nur schon mal wieder Autoload. Für vorne und hinten. Aber mal wirklich da weiter, wo ich aufgehört habe und nicht einfach irgendwie hier mittendrin. Ja, dann kann man nämlich im Prinzip auch nachher schon den Dingens da auf Kurs schicken. Den Güllewagen. Dass hier dann schon mal Gülle verteilt wird. Nein, das macht, finde ich, durchaus Sinn. Jo, wir überziehen schon wieder. Also. Ja, wir sammeln und sammeln uns hier einen Wolf. Wir sammeln Silageballen bis zum geht nicht mehr, bis zum Erbrechen sozusagen. Gleich hier wird mit Grasballen passieren. Ja, Grasballen vielleicht nicht ganz so viel, aber auch ausreichend. So, wir sind voll. Moin. Ich fahre mal wieder hier zum Hof. Ich glaube, hier in der Ecke ist eine Einfahrt. Liege ich da richtig? Ich hoffe. Jawohl.
Eine Ecke ist eine Einfahrt. Und wenn der Big M da ist, schalte ich ihn um auf Gras. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like oder abonniert mich. Und ja, würde mich tierisch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Freitag. Bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!